Und weiter. Offensichtlich konnte ich meine Kraft an Feizi weitergeben. Also wird es auch bei dir funktionieren. Ivan erlernt Enthüllung! Das ging einfach. Das sollte reichen. Benutze Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren. Aber deine Enthüllung ist noch nicht allzu stark. Die Oasen erscheinen vielleicht nicht. Der Rest hängt von Ivans Fähigkeiten ab. Ivan, ich bin froh zu sehen, was für ein starker Mann du geworden bist. Ho, ho, ho. Diesen Satz sollten wir uns merken. Ivan, du und Meisterin Hammer, kennt euch? Nein, aber sie wirkt nicht wie eine Fremde auf mich. Felix und die anderen müssen schon weit voraus sein. Noch nicht so weit, wir können sie noch aufholen, Garrett! Die Wüste mag sie zwar aufgehalten haben, aber sie dürften keine Sekunde verlieren. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Wir können nicht so einfach gehen. Hammer braucht vielleicht unsere Hilfe. Ah, Mia, du bist so gut. Sie hat nur Feizi an ihrer Seite. Sollen wir nicht auch helfen? Na, meinetwegen. Ich mache mir mehr Sorgen um Felix und die anderen, aber ich habe nichts dagegen, Sue zu retten. Wir gehen mit dir, Isaac, wie auch immer du dich entscheidest. Ich frage mich, wovon Meisterin Hammer gesprochen hat. Es tut mir leid, lass uns gehen. Okay. So, und ich setze jetzt direkt mal die Synergie-Enthüllung auf Abkürzung, weil die werden wir verdammt oft brauchen. So, wir haben ja voll. Wir sind eh voll, also okay. Schauen wir doch nochmal hier. Jetzt. Oh, oh, oh. Kleine Kostprobe, dir gefällig. Also, wie gesagt, Enthüllung macht das sichtbar, was für andere Augen verborgen bleibt. Oh, oh, das klingt mysteriös, ist es auch und sehr hilfreich vor allem. So, passt auf, wir gehen jetzt hier hin. Denn hier, seht ihr... Sie können dir nicht helfen. Oh, ein mysteriöser Gang. Okay, wir gehen hier rein und kommen jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Zack, so einfach ist das. Sue, bist du in Ordnung? Meister Hammer, mir geht es gut, aber die Felsen, ich kann mich nicht rühren. Sue scheint unverletzt zu sein. Du bist sicher glücklich, Feizi. Ja, danke, Meisterin. Aber was können wir, wie können wir ihn befreien? Weiß es nicht. Hey, hey, aber wir wissen und... Ja, lasst mich alle vorbei. Meine Fresse. Okay, ich glaube, ich stehe gerade ziemlich scheiße, aber ich versuch's. Ja, ich stehe ziemlich scheiße. Gut, dann eben so. Da, 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 da. Nein! Oh, nicht Regenschauer. Hey, genau, machen wir noch einmal nass, bevor wir ihn retten. Scheiße. Ups. Zack, zack, so, jetzt aber. Yay! Ui, der dicke Junge, der da unter dem Stein lag, ist gerettet. Isaac, hast du den Felsen bewegt? Der Felsen, er schwebt! Schnell, Feizi, wir müssen es so rausziehen. Alles klar. Mach dich bereit zu, wir werden dich ziehen. Eins, zwei, drei. Ja. Wir haben es gleich, nur noch ein Stückchen. Hältst du noch durch, Isaac? Sicher, kein Problem. Danke, Isaac. Bereit? Ich ziehe jetzt. Eins, zwei, drei. Geschafft, Meisterin Hammer, du bist frei! Wir haben es geschafft, Feizi. Danke, Isaac. Wir müssen Meister Fee kontaktieren, damit er sich um Sue Verletzungen kümmern kann. Also Feizis Vater. Ja, ich werde ihn auch bitten, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ausgezeichnet. Wenn die Seidenstraße blockiert bleibt, werden alle leiden müssen. Das ging schnell. Adepten. Lasst mich euch nochmals danken. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr uns helfen würdet. Nein, Meisterin Hammer. Wir sind diejenigen, die dankbar sein müssen. Dank der Kraft... Danke, dass du mir die Kraft der Enthüllung verliehen hast. Aber was du sagtest... Was ist Ivan? Ich war es, der vorgeschlagen hat, euch zu helfen, nicht wahr? Ja, Garrett. Warst du? Nein, eigentlich nicht. Egal. Was? Wolltest du nicht, dass wir in die Wüste ziehen, Garrett?
Wollte ich das mir? Wirklich? Das war wohl ein Missverständnis. Keine Sorge, Geralt. Ich nehme dir das nicht übel. Gute Reise, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Schön. Wolltest du Meisterin Hammer nicht fragen, was sie vorhin meinte? Wir wissen nicht, wann wir Meisterin Hammer wiedersehen werden. Lisa, glaubst du nicht auch, wir sollten Meisterin Hammer fragen, was sie meinte? Nein, nicht jetzt. Das wird sich noch früher oder später herausstellen. Wie? Du willst es einfach dabei belassen? Vielen Dank euch allen. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Was meinst du damit? Nachdem Meisterin Hammer diese Worte ausgesprochen hatte, konnte sie mir nicht mehr in die Augen schauen. Das macht mich nur noch neugieriger! Macht euch keine Gedanken. Ich glaube nicht, dass sie es mir sagen würde, selbst wenn ich sie direkt darauf ansprechen würde. Nun, es ist nur... Meisterin Hammer wird es mir sagen, wenn wir unsere Mission erfüllt haben. Daran muss ich glauben. Yep. Okay, wir belassen es dabei. Wir werden nicht fragen, was sie meinte. Und, tja, jetzt machen wir uns auf. Wir haben die alte Höhle zum Glück jetzt endlich hinter uns komplett. Alles so. Ich gehe mal gucken, haben die den Stein jetzt schon weggeräumt? Ja, haben sie. Gut. Wow. Okay, und jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Wüste von Lamakan. Ich speichere kurz. Einfach mal so. Okay, seht ihr die Anzeige da links? Sie geht nicht hoch, wenn ich mich auf diesen Stein hier bewege. Aber sobald ich den Sand betrete... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh meine Füße! Ich wetze wie ein Pferd! Ich wetze wie ein Pferd! Ich wünschte, ich hätte leichtere Kleidung dabei. Dake aus dem nur noch 15 RPG wüsste jetzt, was da zu tun ist. Ich kann bei dieser Hitze nicht cool bleiben. Ein Gegner. Okay, ja, ihr seht, es ist verdammt heiß. Und wenn dieser Balken links, sich aufs Maximum aufgeladen hat, dann BÄM! Macht's einmal kurz rums und wir kriegen Schaden dadurch. Das heißt, wir müssen dann schnell eine Oase gefunden haben und rein ins Wasser quasi. Wir hatten direkt einen Steinkreis. Diese Steinkreise, überhaupt so Kreise, sagen immer, dass da etwas Mysteriöses ist, was wir erreichen können. Dam, da 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 da. Zack, zack, zack. Schön. Rumpf. Back. Okay. Soldat 16. Was hast du gelernt? Mia, du hast gerade irgendeine Attacke gelernt. Okay. Ach so, na gut. Ja. Windwasser. Ja. Ein Herzchen kommt über unseren Kopf. Wir wollen nicht verbrennen. Ja, verbrennen. Wir wollen nicht verbrennen, das ist richtig. So, hier muss ich allerdings ein bisschen aufpassen, denn ich darf. Ja, ich werde nicht vorlesen, was die zwischendurch sagen, weil das kommt immer mal so zwischendurch von den Jungs und Mädels von unserer Truppe, und sie wiederholt sich vor allem später dann auch. Einfach drauf, gekloppt. Bums. Und nochmal. Bam, oh, schade, kein Critical. Oh, schade, kein Critical. Oh, yeah. Thank you, Garrett, for the Critical. So, gekillt und raus, weiter. Ja, wissen wir, Ivan. Mein kleiner Freund. Nein. Das ist eine Falle. Eine kleine Falle, das ist widerlich. Ja. Warum habe ich jetzt so komisch gesprochen? Egal. Ja, gut. Mia trägt ja auch... Verdammt! Okay, Ork. Bam. Und nochmal. Bam. Bam. Garrett hat bis jetzt noch nichts gesagt. Coole Musik, die richtig zu diesem Ort passt. Ah, jetzt aber. Okay, Garrett, viel leiser als du vorgestellt hast. Aber er kommt besser damit klar als Ivan und Mia. Und Isaac, der sowieso nichts dazu sagt. Ja, Garrett, haben wir gehört. Feinde, erneute Feinde. Die sich uns in den Weg stellen wollen und einfach mal jetzt ordentlich einen Verpass kriegen. Ach, Eishorn. Yay, okay. Springen wir von Tundra um auf Eishorn. Greifen damit an. Zack, Epizentrum. Rums, die Bums, Bums. Zack, Eishorn. Killen, killen, killen. Ja. Das Schöne ist, Golden Sun ist ein Spiel, ein RPG. Man muss nicht wirklich extra Training einlegen, sage ich mal, um das gut zu schaffen. Also einfach gegen die normalen Monster kämpfen und nicht andauernd flüchten, dann sollte man das schon... Nein, Mia, das wollte ich nicht. Ah, da ist er ja. Okay, den wollte ich jetzt suchen. Haben wir volle Energie, ja. Einmal nur heilen, einmal nur speichern. Wir wollen ja nicht, dass der gut abhaut. Zack.
Oh, Enthüllung. Okay. Ach so, der greift. Ah, okay. Wow, dann habe ich mich doch mal vertan. Na gut, komm zu uns, mein kleiner Smog. Okay, auf dich und... So, man sieht, er kriegt einen neuen Rang von Magier zu Geweihter und seine Werte steigen wieder ins Unermessliche und er lernt magischer Mantel. Yay. Okay, ich kann euch dann gleich auch direkt mal die Vierer-Wind-Synergie zeigen. Aber vorher mache ich mal einen ganz kurzen Schnitt. Bis gleich.